Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Gerade eben ist hier eine Atombombe eingeschlagen. Guck mal, die haben Spaß, verbrannte Erde. Ich hätte auch gerne Spaß, aber ich bin noch nicht so weit. Ich war schon mal da. Einmal ganz klammheimlich. Also früher, vor 2 Monaten oder so, habe ich das Event einmal mitgemacht. Einfach nur, um zu gucken, was da abgeht. Weil ich super neugierig war. Aber im Endeffekt... Ja, ich habe mich unnütz gefühlt. Ich hab mich einfach so gefühlt, als wäre ich mehr so Ballast. Mit der Powerrüstung und so kam ich klar, aber ich hatte halt keine richtige Waffe, die irgendwie Schaden verursacht hat. Deswegen würde ich das jetzt ein bisschen traurig finden, wenn wir da hingehen und ich baller da eine halbe Stunde mit meiner Sniper rein. So, hier müssen wir die Waffe leider wechseln. Was haben wir denn hier? Wir suchen jetzt übrigens einen legendären Verbrannten. Dafür müssen wir hier ein bisschen was untersuchen. Hä? Lass die Truppe treffen. Oh oh. Kannst du auch mal kaputt gehen? Du hast ja noch so viel Leben. Alles klar, Zeit für einen Fat Man. Es musste sein. Hey, ich habe immer mal 2 getötet. Ich glaube, wir müssen 30 oder so töten. Könnte doch ziemlich teuer werden. Nehmen einfach alle Mini-Atombomben mit, dann passt das schon. Habt ihr dich gesehen? Willst du mal was sehen? Bitte schön. Ja klar, überlebt das einfach. Rennt er da noch vor sich hin. Oh, zerstöre Roboter. Nice. Töten. Töten. Wieso habe ich das nicht drauf? Ja, Flammenwerfer mit dem Roboter habe ich drauf. Ah, der ist gerade verbrannt. Der ist verbrannt. Kann das sein, dass ich das nicht mehr machen muss? Oh mein Gott, das wäre ja episch. Ich habe eine Aggressatoren-Klinge bekommen, eine legendäre, ne? Hä? War das nicht hier? Töte Gegner mit einem Fatman. 20 Stück müssen wir. Alles klar. Da stand doch gerade Robotik, oder nicht? Ah, ich weiß auch nicht. Scheiß drauf. So. Wo soll ich jetzt untersuchen? Dieses ist nicht der Ursprung. So, perfekt. Okay. Gehen wir direkt weiter. Ich will gar nichts von euch, Leute. Ich will hier nur kurz untersuchen. Und dann bin ich auch schon wieder weg. Reicht das, wenn ich aufs Dach gehe? Kriegen Hunger. Okay, es reicht offensichtlich nicht. Ich hab's untersucht. Aber das Gefühl, es wirkt nicht. Ah, wir müssen da hinten hin. Huch! Scheiße. Scheiße. Hör auf, mich abzuschießen! Da ist ein Legendärer, den will ich töten. Oh mein Gott, ich bin auch so verseucht. Ich muss mich ganz kurz verstecken. So. Hilfsmittel. Right away. Und ein Stim hinterher. Scheiße, ich hab den Legendären jetzt verloren, ne? Da kommt er und schießt mich von hinten ab. Wo bist du? Kleines Arschloch. Irgendwo auf dem Dach bestimmt, ne?
Dass du mich einfach von hinten angeschossen hast. Da ist der legendäre Heini. Haha! Jetzt kommst du! Huch, du bist tot. Okay, ihr wollt die schweren Geschütze. Nee, weißt du was? Nee. Meine Munition gönne ich dir nicht. Ist das ein Geschützturm, der auf mich schießt? Ist mir egal. Ich will nur den legendären haben. Weil untersucht habe ich hier den Scheiß eh schon. Ich finde den nicht mehr. Der war doch hier. Da. The Power Faust. Körperteilschaden und Schaden gegen Roboter. Oh, ist das gut. Oh, ich wollte keine Power-Rüstung mehr tragen. Nein, komm zurück, Mann. Wo willst du hin? Lauf nicht so schnell. Ja, dann tschüss. Viel Spaß. Ich muss noch mehr machen, als euch hier ertragen. Okay, als nächstes. Verdammt, hätte ich gerade hinreisen können. Gut, gehen wir hin. Ich will das hier nur kurz untersuchen, dann bin ich weg. Und wenn wir das hier, wenn wir den legendären gefunden haben, können wir auch das Level up machen, aber es ist mir jetzt zu riskant. Auch Fusionskerne. Perfekt. Zwei Stück. Mehr hätte ich mir nicht wünschen können. Ah. Geil. Oh, noch voll. Ha! Ist das geil. Hör auf mir jetzt auch zu stöhnen, du Perversling. Ne, ich bin doch hier. Oder soll ich hier zum Tor gehen? Ah, jetzt aber. Ne, warte, hä? Wieso habe ich Erfahrung bekommen? Ach, der ist hier drin. Ab in die Tunnel. Dann gönnen wir uns mal einen legendären. Dann können wir es verkaufen. Scheiß Sonne. Und dann müssten wir eigentlich wieder 100 Punkte haben, ne? Ich weiß nicht, ob ich die Power Faust verkaufen sollte. Also am Automaten. Oder ob ich sie zu Hause verkaufen sollte. Weil sie ist ja halt eigentlich ist sie richtig gut. Ist zwar nur 2 Sterne, aber hey, besser als gar nichts. Stufe 50, 208 Schaden. Was willst du mehr? Ist so ganz ehrlich. Das ist nur das hier besser. Wir kommen der Sache näher, Leute. Wir kommen der Sache näher. Ich habe wieder Gegner gefunden. Ah, okay, hier ist er. Der muss hier um die Ecke sein irgendwo. Habe ich zwar schon vorhin gesagt, aber egal. Und das ist nur 2,5-facher Schaden. Ich kann 3,5 machen. Ich sehe einen Punkt. Da ist der Gegner endlich. Was haben wir hier für Erze? Kann ich sie gebrauchen? Du hast mich doch nicht mal gesehen, Junge. Schießt auf mich, Aluminium. Ja gut, Aluminium haben wir derzeit gar nichts. Ich kenne diese Mine gar nicht. Oh. Oh Scheiße. Ich wurde entdeckt. Oh, der Boss. Hab ihn. Oh. Hat das lang gedauert. Nur für den Sack. Aber ich werde das höchstwahrscheinlich zurechtschneiden, weil das hat mir echt zu lang gedauert, nur für einen so einen Typen. Stimpak, super. Ja, nice, nice, nice. So, was haben wir hier? Stärken, Trainerrüstung, linker Arm. Verleiht bis zu... na gut, Glück ist auch nicht wirklich toll. Kann weg. Ja. So viel dazu. Dann gehen wir mal dahin und verkaufen den Scheiß.
Ich muss ein bisschen was loswerden. Als allererstes ziehen wir uns auf jeden Fall Buff Out rein. Buff Out. So, dann müssen wir noch 9 Gewicht loswerden. Höchstwahrscheinlich haben wir vergammeltes Zeug noch am Start. Verdorbenes Gemüse. Ich hab's gegessen. Geil. Und dann essen wir noch ein bisschen was. Und dann trinken wir was. So, jetzt haben wir immer noch Gewicht drauf. Ja, dann kannst du weg. Ich habe immer noch 2 Gewichte. Oh Gottes Willen. Was haben wir denn hier, was weg kann? Irgendwas am Vergammeln oder so? Was mit meinem Wolfsrippchen? Die müssten jetzt langsam weg sein. Ja, komm. Weg damit. So, haben wir ziemlich viel Gewicht gespart. Dann gehen wir mal verkaufen die Zeug. Den Zeug, ja. So. King, passt du Level 1? Achso, ich wollte schon sagen. Macht ein Level 1er hier. Ach ja. Wieso verfolgen die mich eigentlich nur? So. Die brauchen wir noch. Schaden durch Malachs kann weg. Ja, Powerfaust. Ist jetzt hier die Frage. Weil rein theoretisch, wenn wir die Powerfaust und die Aggressortronklinge wegmachen, haben wir 20. Dann sind wir bei 87. Und wenn wir die Kleidung noch wegmachen, dann sind wir bei 9. 9 sag ich schon. Dann sind wir bei 96. Es würde halt so oder sowas fehlen, ne? Ah, ich verkaufe die Powerfaust. Ich denke mal, Leute mit einer Powerrüstung werden die gut gebrauchen können. Ich will aber keine. Also ich will sie einfach nicht. Ich würde es zwar nutzen, weil jetzt ist es sowieso zu spät. Oder? Oder? Ich muss mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Na gut, habe ich eigentlich die Schwimmprüfung schon? Ah, die hatten wir gar nicht drauf. Okay, Challenges. Was haben wir denn noch? Kriechkunde, Kryptoanalyse, ja gut, das kennen wir schon. Medizin, Säugetierkunde, Kaninchen, ja. Nö, gut, dann haben wir eigentlich alles gemacht, was wir machen können bisher. Der Rest muss einfach spontan passieren. Gut, kümmern wir uns um unsere Besuche. Die Mülldeponie müssen wir besuchen. Und die befindet sich... Ach, wenn ich nur was sehen könnte. Ich sehe nichts. Irgendwo hier war die, ne? Verlassene Mülldeponie hier. Und dann plündern wir die Mülldeponie nochmal ganz kurz. Zählt das jetzt eigentlich als Mülldeponie? Ich meine, da sind die Todeskrallen drin. Da war doch irgendwas mit Todeskrallen, oder nicht? Musst du nicht irgendwie Todeskrallen töten? Irgendwas war da. Irgendwas. Offensichtlich sollten wir das hier nicht besuchen. Aber wir töten trotzdem mal die Todeskrallen. Also so viel Zeit muss sein. Aber vielleicht nicht damit. Es reicht eigentlich, wenn wir billig auf die losgehen. Einer müsste hier irgendwo liegen. Die habe ich hier mal gefarmt, da. Den Matriarch. Okay. Das habe ich mir irgendwie stärker vorgestellt. Okay, wir benutzen doch das Ding hier. So kannst du laufen, mein Freund. Und looten kann ich dich jetzt auch nicht, weil du in diesem Dreck versunken wirst. Dreck zu Dreck. Geilo. Aber wo ist der zweite? Normalerweise hängen hier 2 rum. Es sei denn, der wurde schon getötet. Ja, dann ist der Kollege wahrscheinlich schon tot. Na geil, sind wir umsonst hier reingegangen, weil wir den nicht plündern können. Wir werden noch nicht gesucht. Ist das schäbig. Ist das schäbig. Das nenne ich mal effiziente Munitionsverschwendung.
Ja, hier liegt er. Ne, gut. Dann gehen wir raus. Das war nicht die Bilddeponie, die wir gesucht haben. Mülldeponie. Ja klar, das hier ist ja die verlassene Mülldeponie. Das heißt, es muss noch eine andere Mülldeponie geben. Aber was mich auf jeden Fall interessieren würde, wenn wir bei der Händlerin sind, ist da in der Nähe eine Höhle, die wir noch nicht entdeckt haben. Da würde ich jetzt ehrlich gesagt gerne hingehen. Und mir wurde auch gesagt in den Kommentaren, wo sich die Fossilien zu finden sind, aber ich habe es einfach nicht gelesen, weil irgendwann, wenn ich verzweifelt bin, komme ich auf diesen Kommentar zurück. Aber noch ist es nicht so weit. Noch bin ich nicht verzweifelt. Aber trotzdem danke dafür. Darauf kann ich zurückkommen, für den Fall der Fälle. Coole Rüstung. So, da hinten ist die Höhle, da möchte ich gerne hingehen. So. Was haben wir denn hier? Könnte auch eine Bilddeponie sein, oder? Hawks Unterschlupf. Ah, stimmt, wir haben auch unser Level up. Komm, machen wir das mal. Also gut, wir brauchen einen Skill. Ich weiß aber nicht, worunter ich ihn finde. Perception wahrscheinlich, ne? Nehme ich jetzt mal stark an. Der müsste hier sein. Power User Fusionskette erhalten länger. Da, nee. Doch, Abrissexperte, ne? Abrissexperte, gut. Es tut mir in der Seele weh. Was willst du machen? Hey, wo ist jetzt diese Höhle? Ah. Gucken wir da mal rein. Was haben wir denn hier? Ghule! Noch mehr wilde Ghule. Irgendwas krabbelt hier. Irgendwas ist hier ganz schön krabbelig. Aber wir könnten hier kochen. Kann man hier seine Base aufstellen? Nein. Schade. In der Höhle leider nicht möglich. Wird trotzdem lustig. Nö, ich knack den Scheiß jetzt nicht. So schön. Ist einfach so schön. Mit dem Watz-Modus. Ah, oh, ist auch eigentlich mal, kann ich den auch mal benutzen. Stimmt, wir wollten noch die Musikinstrumente nutzen, ne? Alles klar, eine Brauchstation haben wir hier. Und anscheinend war es das schon. Ein Fusionskern. Gut, immerhin ein bisschen was. Oh, und hier geht's auch noch weiter. Okay. Du bist ein bisschen krass drauf. Toll, nach dir brauche ich gleich einen Red Away. Ah! Was geht denn mit dir ab, Junge? Ja. Kleinen Moment. Hatten wir hier nicht eine Werkbank? Zählt die Brauchstation als Werkbank? Die Küche vielleicht auch? Das wäre echt schön. Gucken wir erstmal bitte. Du hast gekrabbelt! Ich wusste, dass ich was gehört habe.
Zählt das? Nein, ich kann nur kochen. Könnte ich an der Brauchstation oder was anderes machen? Ansonsten muss ich gleich ein bisschen gewichtlos werden. Und ich fände es immer traurig, Sachen wegzuschmeißen. Vor allem, nachdem ich sie schon eingesammelt habe. Liegen lassen ist nicht so das Problem, aber wegschmeißen. Nein, es geht nicht. Hast du vielleicht irgendwas Tolles beschützt? Vielleicht ein Werkzeug, Schrank oder so? Eine Truhe haben wir hier. Hm? Eichhörnchenbissen. Ich sehe, ich nehme einfach noch mehr mit. Okay, werden wir zeuglos. Wir wiegen ja auch nicht sehr viel. Okay, komm. Weißt du was? Hilfsmittel. Buffout. Und dann gehe ich nach Hause. Gut, Freunde, ich würde sagen, ich kläre das jetzt mal ein bisschen zu Hause ab alles. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und vielleicht verdienen wir auch dann auch wieder ein bisschen Geld. Haut rein, euer Zero. Tschüss.